Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ich habe mich jetzt gerade beim. Ah, jetzt ist sie inspiriert. Okay, jetzt wollen wir sie noch wütend. Die gute Hannah. Aber jetzt geht's wieder. Was ist jetzt? Mit Zoe knudeln. Ja, erst geht er fremd und dann. Bar kaufen. Ja, in Lukas, alles klar. Wir haben zwar noch viel Geld übrig vom Hausbau. Oder vom Hausausbau. Aber so viel Geld dann auch wieder nicht. Du pennst. Du kommst. Weiß ich nicht. Was willst du machen? Du beschwerst dich wahrscheinlich gerade. Jetzt bitte schlafen. Na, ja, dann mach du. Mir doch egal. Oh, sie ist auch wieder total müde. Ist Anna eigentlich noch da? Nee, sieht nicht so aus. Oder sie ist draußen. Doch, sie ist draußen. Oh Mann, ich glaube, die geht auch nicht. Ich glaube, die verfolgt uns. Kennt ihr diesen Film? Mit dem Pärchen und er klagt die ganze Zeit über Rückenschmerzen und auf Fotos sieht man dann, dass seine Freundin oder seine Affäre, die hat wohl Selbstmord begangen und die sitzt die ganze Zeit auf seinen Schultern als Geist dann noch und er klagt ständig über Rückenschmerzen, dann machen die zwei ein Foto und dann sitzt sie auf seinen Schultern, weil sie als Geist nicht loslassen konnte. Ich glaube, das wird hier so aus wie mit Anna werden. Wenn sie mal stirbt, dann sucht sie ihn heim wahrscheinlich. Mein Gott, ey. Ich finde, die beiden sehen sich echt ein bisschen ähnlich. Jetzt haut er gerade ab. Toll. Ich finde, das sieht eher aus wie Toast mit Käse. Das wollte ich auch mal machen. Die Amis, die machen sich wohl echt so ein Sandwich-Toast und dann einfach Käse rein und dann packen die es in die Pfanne. Ich muss das mal ausprobieren. Vor allem ist die Pfanne vielleicht da sauber zu machen, als so ein Sandwichmaker mit Käse zu befüllen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ah, oh Mann, ey. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, bis 0 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange dieser Urlaub noch geht. Ich hoffe, er ist bald vorbei. Vor allem müssen wir nach Hause, weil alle schlafen. Und weil die beiden Geburtstag haben. Und sie steht... Nee, sie nicht, aber sie... steht wohl kurz vor der Geburt. Wir müssen... Ups. Ich muss aufstoßen. Oh, wir müssen was tun. Wir müssen... Oh mein Gott. Und ich hoffe, sie kommt nicht mit. Aber mit ihr müssen wir gleich mal kurz spielen. Wir müssen gleich mal kurz den Spielstand switchen. Und mit ihr mal schnell eine Dings machen. Oder ist sie vielleicht schwanger? Man sieht nichts. Ich glaube, ohne Schwangerschaftstest wird sie... Ne. Ich glaube, ohne Schwangerschaftstest wird sie nicht schwanger. Aber sie kotzt. Oh, oh, oh. Ist sie vielleicht doch schwanger? Wir wissen es einfach noch gar nicht. Man sieht einfach mal nichts. Tratschen, Ständchen singen, mitspielen lassen. Ich muss mal schnell den Spielstand nachher wechseln, wenn wir zu Hause sind. Und Anna ist unwohl. Ah, Mann, man kann aber nicht sehen, ne? Das ist echt ein bisschen doof. Die Musik ist aus, so eine Fahrstuhlmusik. Da, da, da. La, la, la. Was macht er jetzt mit dir? Mit Anna plaudern, okay. Ich müsste echt mal, also ich muss wahrscheinlich switch ich gleich mal kurz ins Spielstand. Auch während der Folge ist mir eigentlich egal. Nur um zu gucken, ob sie wirklich schwanger ist. Und vor allem nach so langer Zeit noch. Ich weiß ja nicht, ob man den Schwangerschaftstest direkt machen muss. Und das Ende dauert nur noch 4 Stunden. Also Gott sei Dank, ey. Man kann ja auch bei ihr jetzt irgendwie nicht Babyfühlen nur so einen Quatsch machen, ne? Oder ihr vielleicht sagen, mach doch mal einen Schwangerschaftstest, geht auch nicht. Ne? Man kann es am Baby machen. Aber sonst auch nichts. Gut, dann lass mal die Beine ein bisschen flirten. Vielleicht kannst du mal eben das hier noch säubern. Das wäre ziemlich cool. Und dann switchen wir ganz schnell gleich in den in anderen Spielstand und dann schauen wir mal. Sie ist schwanger. Das wäre ja sehr... sehr krass. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht, wenn jetzt jemand schwanger ist. Ach, ich glaube, sie kann auch gar nicht schwanger werden momentan, weil ich ja die Alterung ausgemacht habe für Sims in der Umgebung, weil ich ja die Challenge mit Hannah machen wollte. Habe ich die
Dings ja ausgemacht. Heißt, solange sie nicht in unserem Haushalt ist, wird sie auch nicht... Heißt auch, wenn sie schwanger ist, wird ihr Kind nicht kommen, während wir mit Familie Völl spielen, weil sie ja nicht bei uns wohnt. Was ist... Was ist passiert? Was war das für eine Musik? Wisst ihr, was ich meine? Sie ist ja nicht... Also ich habe das eingestellt, nur aktiver Haushalt altern. Und da sie ja nicht zum Haushalt gehört, wird sie ja nicht altern. Sie ist wahrscheinlich schwanger, aber wir können es nicht sehen, weil halt... weil sie denkt auch schon über Kinder nach. Sie ist definitiv schwanger, Leute. Und wir können das nicht nachvollziehen, weil sie halt nicht bei uns zu Hause wohnt. Weil halt sie in der Nachbarschaft wohnt. Und da ich die Alterung ja so eingestellt habe, dass nur der aktive Haushalt altert, werden wir es wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen, dass Anna ihr Kind kriegt. Muss ich mir was einfallen lassen. Verdammt. Vielleicht zieht Anna bei uns auch noch ein. Ja, das wäre blöd. Fürs Let's Play wäre das doof. Ich will auch die Alterung will ich auch nicht anmachen. Weil, wartet mal. Wie geht das nochmal? Lektion, mitwirkende Veröffentlichung, bla 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 bla. Spieloptionen. Gameplay. So, also Selbstständigkeit vollständig. Selbstständigkeit der gewählten Sim deaktivieren, das wollen wir nicht. Automatisches Altern, ja. Automatisch ungespielte Sims ist aus. Oder ist es an? Hä? Ich lasse doch auf Hä? Automatisches Altern ungespielter Sims an. Aktiviert den allmählichen Alterungsprozess für Sims, mit denen nicht gespielt wird. Ist diese Option deaktiviert, altern deine Sims nicht. Ja, das wollte ich eigentlich machen, dass die... Ich hatte das auch so eingestellt, oder habe ich das in einem... Hä? Wahrscheinlich in dem anderen Spielstand vielleicht. Vollständig, ja. Ah, das verstehe ich jetzt nicht, ne? Warum das jetzt hier nochmal... Leere Häuser füllen. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Automatisch alt und ungespielter Sims. Ja, habe ich doch jetzt angehabt die ganze Zeit. Also müsste sie ja... Nee, machen wir jetzt so. Ich gesagt, möchte nicht, dass ich meine erstellten Sims, die ich ja noch erstellt habe, die random in der Welt rumlaufen, dass die halt altern. Das möchte ich ja nicht. Ich meine, ich könnte die immer wieder aus der Bibliothek rein... setzen. Also von der Mediathek, Bibliothek in das Spiel reinsetzen neu. Aber wollen wir das? So, spielen jetzt, sind jetzt alle am Schlafen außer unsere Schwangere. Magst du das wegschmeißen vielleicht? Du hast Hunger, ne? Haben wir noch was zu essen draußen stehen vielleicht? Ne, das ist nur Dreckszeugs. Ja, dann ess mal Cerealien. Sie geht joggen. Ja, dann switchen wir gleich mal schnell den... Achso, wir können auch eine Rechnung bezahlen. Switchen wir gleich mal schnell den Spielstand. Oder ich mache es halt offline gleich. Vielleicht sind die 20 Minuten bis dahin noch vorbei. Wahrscheinlich. So, Urlaub müsste ja enden, ne? Jetzt gleich irgendwann. So, Rechnung haben wir bezahlt. Wer ist denn hier gleich wach? Oh. Haben sich alle gleichzeitig ins Bett gelegt, glaube ich, ne? Muss aufräumen, dass man hier auf noch. Sehr gut. Wir wollen das ja hier ordentlich hinterlassen, ne? Ist noch irgendwas dreckig? Nee, ne? Das kann man mal ausmachen. Nee. Du musst das Klo, ne? Ausschalten. Ja, dann kannst du nicht aufs Klo gehen, wenn du dann mit Aufräumen fertig bist. Kannst du das sehr gerne machen, liebe Hanna. Du hast Rückenschmerzen, das tut mir sehr leid. Jetzt hast du da Cerealien, ne? Sieht sehr lustig aus. Ich muss aufs Klo, wie sie läuft. Ja, mit den Hausaufgaben kann ich nichts machen, weil die liegen da einfach. Ist so ein kleiner Bug.
Warum schmeißt sie das eigentlich nicht hier rein? Direkt. Okay. Ah, oh, da kommt Hannah schon wieder. Anna. Boah, das ist furchtbar. Anna, Hannah. Also ihr geht schon Auftragsader aus durch. Sie will wahrscheinlich noch ein bisschen von diesem Ding hier spielen. Nee. Sie macht. Ja. Jetzt brennt sie. Also mit Feuer kann sie echt nicht, ne? Hanna, du bist noch dabei, ne? Mm, sehr schön, mein Kind. Dass du hier abwärst, finde ich sehr gut. Was hast du? Aha. Jemanden ein Kompliment machen. Jemanden kennenlernen. Lukas nach deinem Tag fragen. Das kannst du. Nee, Urlaub abbrechen und beenden. Mieten für einen. Nee, ich möchte nach Hause. Vor allem ist sie. Nee, Urlaub verlängern. Nee, Urlaub abbrechen und beenden. Ich möchte gerne wieder nach Hause. Weil ich glaube, die Aufnahme geht jetzt noch 10 Minuten. Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist ja, wenn sie ja nicht altert, werden wir ja ihr Kind wahrscheinlich auch nie kriegen, oder? Oder ist es da was anderes bei Schwangerschaften? Oder wollen wir Anna so lange bei uns einziehen lassen und dann wieder rausschmeißen? Ich bin da gerade ein bisschen unsicher. Wie werden wir jetzt sie bald ihr Kind kriegen wahrscheinlich? Weil sie ist schon so hoch schwanger. Ihr passt auf. Ich speichere jetzt hier nochmal. Ich mache das jetzt eben. Ich will das nämlich jetzt wissen, ob sie... jetzt muss ich das ganze Spiel verlassen, ne? Ich will es aber trotzdem jetzt wissen, ob sie schwanger ist oder nicht. Die gute Anna. Weil das interessiert mich jetzt einfach. Vor allem, die Frage ist ja, wie lange hält es an? Weil es ist ja das Techtelmechtel. Ist ja jetzt ein paar Tage her. Und die Frage ist jetzt, wo ist sie eigentlich? Hier wohnt sie nicht. Hier wohnt sie auch nicht. Da wohnt noch gar keiner. Ich wollte sie ihn einziehen lassen. Wohnt sie etwa hier? Nö, hier wohnt keiner. Nee, warte mal, hier. Da wohnt sie. Warum wohnt Anna denn hier? Und ihre Schwester? Wo wohnt Elsa überhaupt? Ach, Elsa wohnt hier mit. Okay, das ist ja auch total lustig. Gut, dann machen wir das jetzt eben flott. Das wäre nämlich sehr interessant. Problem ist halt nur, wenn sie halt nicht altert währenddessen, dann werden wir das Kind wahrscheinlich auch nie zu Gesicht bekommen. Wäre aber trotzdem halt sehr, sehr lustig. Was ist mit dem Prallen? Nee, pass auf. Vor allem, wie sie wohnen, ey. Das sind so 8 Sims in so einer kleinen, in so einer ganz kleinen Hütte. Das ist nicht mal gespannt. Nee, ich kann es nur verwenden. Also ich nehme an, dass sie nicht schwanger ist. Wenn ich es nur verwenden kann, dann gehe ich davon aus, dass es nicht passiert ist. Gut, dann gehe ich direkt wieder aus dem Spiel raus. Speichere erst gar nicht. Und schwitzen direkt wieder rüber zu unserem Spielstand. Ich weiß ja gar nicht, ob das... Es muss ja eigentlich so funktionieren, oder? Weil sie wohnen ja auf der gleichen Karte. Also ist ja auch irgendwie... Aber ich denke mal, dass es einfach zu lange her ist. Dass die jetzt nicht mehr schwanger ist. Dafür ist unsere Frau schwanger. Darüber freue ich mich sehr. Und ich denke, dass sie vielleicht wahrscheinlich diese, aber wahrscheinlich eher nächste Folge dann auch ihr Kind bekommt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt mit Hannah, mit Hannah machen soll. Weil eigentlich hatte ich ja gesagt, sie soll ja gehen. Und das ist ja jetzt quasi soweit. Eigentlich müsste Hannah, wenn sie jetzt morgen Geburtstag hat, müsste sie sich mit der halben Familie noch verkrachen, dass ja, sie halt abhaut. Ne? Und pass auf, wir fangen jetzt auch wieder an mit ihr. Anbrüllen. Gemein. Verspotten. Ärgern. Dass der ganze Balken da oben voll ist. Das ist aber keine Eingreif oder so, ne? Das ist auch ziemlich krass. Die haben Beziehungen zu ihren Stofftieren, das ist krass.
Miss Stevie Flina. Shelsh. Dalish! Kelka Jeruk! Was war das denn? Vorfa! Oh, jeez! Himmo! Charky Bibna Zorb. Warum kann man nicht mal so richtig krass was machen? Wimper. Denke mal, sie kann jetzt wahrscheinlich richtig. Brig. Nee, kann ich nicht. Ich will es auch nicht andersrum machen. Ich möchte nur, dass sie beschimpft und nicht andersrum. Mama! Verspielt. Lukas, wolltest du nicht ein Instrument spielen? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Yumbana Pelfin? Ich finde das so süß. The bay. Oh, Yesharao. Oh, passt auf, ich habe eine Idee, um das Ganze mal so ein bisschen in die Gänge zu treiben wegen Hannah. Verkaufen wir erstmal ihr Puppenhaus. Dann schmeißen wir ihr Bett raus. Kann die Arme nämlich schön im Garten schlafen. das kann auch weg, weil die ja jetzt eh beide erwachsen werden. Dann ziehen wir eine Wand. Das können wir auch verkaufen. Dann ziehen wir eine Wand. Ist ein bisschen blöd wegen dem Zimmer jetzt. Weil Durchgangszimmer jetzt halt leider ist. Aber geht jetzt gerade nicht anders. Oder ich ziehe hier einen Durchgang. Mache das weg. Kann mal die Wände, nein, so nicht, die Wände hochmachen. Weiß es gar nicht, ob ich jetzt hier noch eine Tür nebensetzen kann. Ja, kann ich nicht, siehste. Scheiße. Ja, dann ist das eh Schwachsinn, was ich hier gemacht habe. Achso, hier ist ja noch was. Ja, dann muss es halt leider ein Durchgangszimmer werden, was mir sehr, sehr leid tut. Aber es geht jetzt gerade nicht anders, ne? So. Weil hier ist ja schon die Tür am äußersten Eckchen. Jetzt möchte ich ja nicht noch kleiner machen. Eigentlich. Ja, dann machen wir eine Tür. Hier hin. Warum kann ich denn hier nicht setzen? Weil da die Lampe hängt wahrscheinlich, ne? So, das kann hängen bleiben. Das kann weg. Dann mache ich die Tapete. Die lasse ich. Die lasse ich hier, genau. Das Bett von Lukas könnte bleiben. Die zwei Stofftiere. Das eine verkaufe ich mal. Das kann auch weg. Hat der Lukas hier noch irgendwie Bilder hängen? Ja, das hier, das kann weg. Das war's. Tapete machen wir bei ihm anders auf jeden Fall. Und zwar vielleicht auch nur Farbe. Blau? Nee, da blau haben wir schon so viel. Das Grau hier vielleicht. Das hat sie. Sie hat dies hier, ne? Nee, das passt ja nicht zum Teenager, ne? Dunkelrot. Gibt es eigentlich auch schwarz? So ein Grau? Gibt es keine schwarze Tapete? Oder lila, ja genau, wir machen es lila. Auch geil. So ein Dunkelblau gibt es. Machen wir einfach mal. Oh, ich hatte letztens den Knopf gefunden, wie ich das hier komplett machen kann. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich bin so intelligent manchmal, ne? So, machen wir es ein bisschen dunkel. Was man wahrscheinlich eh nicht ganz sieht, weil ja, das ist alles, was man sieht. Weil ich es ziemlich cool fände, wenn das so ist, weil weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht machen wir so ein bisschen Emo. Janik. Schwarze Haare hat er ja, ne? Okay, ich muss mal wieder Wände einziehen. So. Dann braucht der gute Junge noch einen Schreibtisch. Was hat Zoe eigentlich für einen diesen Standardtisch, ne? Das ist der eine hier. Dann kaufen wir den einfach nochmal. Und den gibt es in schwarz. Oder in dunkelblau. Dann machen wir dunkelblau. Dann haben wir ihm alles ein bisschen dunkelblau. Passt das oder soll ich das woanders hinstellen? Da kann ich es ja nicht hinstellen, weil ja die Tür dann noch ist, ne?
Ich wollte ihm mal gerne noch einen Nachttisch geben. Da geht's nicht, aber hier wird's noch gehen. Dann stellen wir einen. Doch unter. Doch unter das Fenster. Hallo? Und das Fenster direkt vielleicht? Ohne Nachttisch dann einfach. Hat der Junge halt Pech gehabt mit seinem Nachttisch. Ja, so ist okay. Oder? Nee, komm, wir machen das doch hier an die Wand. So mittig. Stellen ihn dann natürlich auch einen. Warte mal. So. Stellen einen Schreibtischstuhl zur Verfügung. In schwarz. Oder gibt es den noch in braun? Nee, schwarz ist besser. Also das Bett gibt es aber auch in schwarz, soweit ich weiß. Warte mal. Noch Komfort. So. Können wir den Tisch auch an. Ich mache schon wieder alles falsch. Oberflächen. Tisch. Wo ist denn der Stuhl jetzt hin? Was war das denn? Dann hätte ich ganz gerne diese Lampe in der Mitte. Dann hätte ich gerne noch einen Nachttisch. Gute Sache. Dann hätte ich gerne ein bisschen Dekoration. Die ich mal wieder nicht finde, weil ich habe ja überall diese Taschentuchbox, die ich ganz gerne auch in schwarz dann hätte. So, dann haben wir da noch ein bisschen Deko. Ach da, hätte ich ja lange suchen können. Das sind Zahnbürsten, ne? Haben wir eigentlich im Bad ein bisschen dekoriert? Wo ist das Bad überhaupt? Ach da. Wo ist das Bad überhaupt? Oh, super, ey. Ich baue hier so ein Haus und weiß nicht, wo das Bad ist. I love it. Pass auf, dann, wenn ich gerade mal hier im Dekorieren bin. ja, was legen wir ihnen? Er braucht noch eine Kommode. Das ist jetzt nochmal wichtig. Wo sind denn die Stifte? Was gab da mal so ein Stift? Ach, da. So. Dann braucht ihr noch eine Kommode. Eine schicke. Man muss ja auch irgendwie seine Klamotten auch bewahren. Und die passt wahrscheinlich nirgends mehr wohin. Ich hätte sie gerne hier an die Wand. Es geht auch nicht wegen der Tür. Hier geht's nicht wegen der Tür. Geht's hier? Hier geht's. Kann ich das noch ein bisschen verschieben? Kann ich das Ganze noch eins verschieben? Ja. Boah, sieht das scheiße aus. Jetzt hat die Musik aufgehört. Das ist jetzt noch ganz... Okay, jetzt geht die Musik weiter. Es sieht so scheiße aus gerade. Wegen dieser blöden Tür, die natürlich jetzt hier ist. Aber es geht natürlich nicht anders, ne? Ach, das ist so ätzend gerade. Dass ich da nichts hinsetzen kann, wegen der Tür. Oder soll ich die Tür bei den Eltern reinsetzen? Weil das ist ja eh ein Durchgangszimmer geworden hier, ne? Pass auf. Ah, ich sehe ein Bild. Das Elternschlafzimmer ist ja echt das Durchgangszimmer schlechthin geworden, ne? Ach, scheiß drauf. Wenn Hannah weg ist, ist es eh egal. Ja, ein PC haben wir noch, ne? Können wir uns noch einen PC leisten? Oder soll Lukas einen Fernseher kriegen? Janik. Fände ich auch ganz cool. Schauen wir, können wir auch hier hinstellen eigentlich, ne? Müsste eigentlich vom Bett aus Fernsehen gucken können. Und eine kleine Stereoanlage gebe ich ihm einfach mal. Vielleicht soll ich das tauschen. Nee. Gib mir mal das, stell das mal hier hin. Gib mir das, stell das da hin. Dann kommt das. Genau vors Fenster. Das können wir ja tauschen. So. Oh, warte. Dann kommt das weg. Okay. Dann hat er hier Platz für Hausaufgaben. Haben wir jetzt noch irgendwie was Cooles vielleicht für... Warte mal. Nee. War das der hier mit dem... Nee. Das ist der mit dem Licht, ne? Den finde ich ganz cool, wenn der hier hängt. Dann haben wir hier noch ein bisschen das Abwechslung. Haben wir noch so coole Vorhänge vielleicht? Ich drücke schon wieder die falschen Tasten. Ja.
Gibt's aber nicht in... Gibt's in Braun. Toll. Ich wollte gerne was Schwarzes oder sowas. Das sind diese coolen hier, diese Leuchten. Die gibt's in Schwarz allerdings auch. Können wir mir auch hinhängen. Nee. Dann lieber... Nix, glaube ich. Ist auch wieder... Das Braun ist das Dunkelste. Nee, dann lieber nichts. Aber ich hätte ganz gerne doch noch ein bisschen mehr Licht hier drin. Pflanze braucht der gute Kerl nicht, weil... Da wird ihr alles irgendwie eingehen, glaube ich. Kleiner Wäschekorb? Nee. Wo haben wir denn die... Warte. Wäschehaufen, den wollte ich haben. So, das ist natürlich typisch Jungszimmer, glaube ich. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen was an die Wand machen. Ein bisschen Deko. Weil das ist mir zu nackt. Hier geht hier noch ein Poster hin. Hier noch ein Raketen. Ne, das hier wollte ich ganz gerne haben. Wollen noch eine Rakete bauen, ne? Das ist ein bisschen arg groß. Was ist das? Wandtattoo, zwei Hälften, ein ganzes. Ja, es würde zu dieser... Passt nur nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Was ist denn das? Wissenschaftskarte. Ja. Pack mal einfach mal dran. Festtagsbeleuchtung. Harry Potter Poster. Fanposter. Einfach Justin, ja. Bestimmt eher so ein Justin B. Poster. Hier haben wir noch ein bisschen... Blöd, dass man das nicht auch schief hängen kann. Das ist das einzige Poster, was, glaube ich, schräg ist. Nee, ist noch eins. Ich pack's ihm einfach an die Wand. Ob das jetzt hier zum Thema passt bei ihm oder nicht. Hauptsache, er hat da irgendwas hängen. Hier so ein Wellness-Ding noch. Oh Mann, Leute. Geht gar nicht, glaube ich. Hier noch ein Poster von einer Rakete. Das ist sogar ein Bild von einer Rakete. Guckt ihr das mal an, wie schön. Nee, das passt jetzt nicht mehr. Okay, das reicht. Können wir noch... Ne, wir könnten noch ein paar Selfies machen, die vielleicht hier hinhängen. Was ich ganz gerne noch hätte, ist die... Den Rucksack? Ja, genau, den wollte ich ganz gerne noch haben. Mit dem Totenkopf drauf, sehr schön. Kann ich Ihnen den hier hinstellen vielleicht? So. Wahrscheinlich steht der mitten im Weg. Aber warum kann ich ihn denn nicht hier hinstellen? Das ist ja doof. Da geht's auch nicht, hier geht's nicht. Das ist der einzige Stelle, ist wirklich da, ne? Na gut, dann geht's halt dahin. Ja gut, Hannah ist rausgeflogen. Das haben wir schon mal gemacht. Ja, aber Sonny. Weil Hannah fliegt demnächst. Ach, scheiße. Wartet. Wartet, 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 wartet bitte. Wartet bitte, weil ich habe was vergessen. Das arme Kind muss ja auch irgendwo schalalafen. Ich weiß gar nicht, wo das Kinderding ist. Ich glaube, unter Kinder, ne? Jo. Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wäre wieder blöd, wenn nicht. So. Ich versuche es auch immer wieder, ne? Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ha. Mache alles wieder in rosa und nachher mache ich wieder alles in anderen Farben, wie ich mich kenne. So. Und noch eine Couch oder sowas wäre noch ganz cool. Oder ein Sessel. Sessel. Oh ja, hier so ein... Das geht natürlich nicht. So, fertig. Gut. Zurück zum Spiel. Wahrscheinlich ist der Part schon wieder zu Ende. Wo ist die Blöde denn? Ach, die ist auf dem Klo. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt schreit sie sich erstmal mit Mutter. Freundschaft kündigen. So, jetzt fängt sie Streit an mit ihrer Familie. Das finde ich sehr gut. Und dann fliegt sie nachher raus. Mit ihm hat er noch keinen Stress. Gesicht beleidigen, geil. Wo ist sie? Smurg. Glorn.
Mopsy. Smirk. Sie stinkt, ne? Ja. Squamish Gorsai. Er spielt auch mit den Dingen noch rum, ne? Bullmidi Vinvet Fibolo. Die ist aber noch 5 Tage, wahrscheinlich, weil ich das auf lang gestellt habe. Egal, sie ist trotzdem schon rausgeflogen. So, was hast du? Du bist wütend, weil deine Schwester scheiße ist. Der ist verspielt und du kannst mal, du musst Pipi, ne? Dann gehst du ärgerliches Häuflein machen, dann machen wir das mal. Hat sie ihr Streit mit jedem, ja? Wer läuft denn da? Aneta, Bla, hast du nicht gesehen? Kann ich sie eigentlich als Vater oder so rausschmeißen? Oder als Mutter? Oder als beleidigen? Sie ist voll sauer. Vor allem, weißt du, sie ist ja voll... Also, Zoe und Hannah sind richtig sauer. Die Schicht im Krankenhaus von Zoe beginnt jetzt. Soll sie zur... Ja, alles klar, pass auf. Dann gehen wir mit ihr gleich nochmal zur Arbeit. Und ich beende den Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!